Scheiße, ich krieg diese Taube nicht. Ich krieg sie einfach nicht gefangen. Lass mich hier rauf. Danke. Mann! Irgendwann ist meine Zeit gekommen. Oder wohl eher die Zeit der Taube. Aua. Ich habe extra darauf gewartet, bis sie mich anspringt. Ich mache das wie ein Judo-Meister. Ich warte mir erst auf den Angriff. Und konter dann den Gegner perfekt mit seinen Kräften aus. Das sieht natürlich jetzt auch wunderschön aus hier mit dem Dirt. Das ist genauso sollte das auch aussehen. Machen wir uns mal noch ein paar Wände. Wände. Da. Oh, hey. Ich meine runter. Nein. Toll. Jetzt habe ich Steinwände. Die wollte ich doch gar nicht. So, 56. Das müsste, glaube ich, reichen. Ja, aber mehr als eindeutig. Easy peasy. Wow. Jetzt fehlt nur das Dach. Kann ich eigentlich irgendwie so treppenmäßig was machen? Ich denke mal eher weniger. Ich frage mal einfach diesen Brian hier. Hey Brian! What up? Hab ich den jetzt nicht angesprochen oder so? Crafting. Okay. Das ist... Treppe. Treppe, was brauche ich eigentlich für Bücher? Silk, okay. Nochmal zwischendurch, so zur kleinen Info. Okay, nichts Treppenmäßiges, das ist... Oh. Ein bisschen doof. Naja, dann muss ich halt das so trotzdem schräg bauen. So. Sieht ein bisschen aus wie so ein Hochhaus jetzt, mein Haus, ne? Wobei aus Holz, ich weiß nicht, ob das so richtig denn ist. Ein Hochhaus aus Holz, das findet man vielleicht in Afrika oder so, aber nicht hier. So. Ein paar Dinger weg. Nee, Moment. Das muss danach hin. Ich habe dann schon so einen Plan. Weil dann tue ich das da hin und dann mache ich hier so 1, 2, 3. Tu das da mal lächerlich hin und dann bin ich der beste Mann, wo gibt. Oh yeah. Nee, das ist noch einzelner dran. So muss das sein. So wird das gemacht und nicht anders. Dann kann ich ja doch noch die Holzwände hier verwenden. So. Man braucht von diesen Dingern aber auch extrem viele. Immer. So, du gehst jetzt mal weg. Danke. Oh, jetzt habe ich noch 3. Ich muss mir neue craften. Und wieso betone ich das Kraften so sehr? Ich weiß. Oh, wieso mache ich mir welche davon? Ich nichts wissen. So, 64, ein Minecraft-Stack. Ich denke, das sollte reichen, um oben das hier gerade mal zuzupflastern. So. Ganz schnell, prophylaktisch. Gerade mal hingeklatscht und dann sieht das bestimmt auch schön irgendwie schön aus später. Und wenn ich sage, dass das schön aussieht, dann sieht das auch schön aus. So, die oberste Reihe fehlt noch. Oh, da müssten die 31 aber locker für reichen. Juhu, ich habe es fertig gebracht. In der Grundstruktur steht meine Haus jetzt schon mal. Das gefällt mir. So. So, Kiste kaputt machen. Geh kaputt. Muss die anders abbauen? Nee, muss ich doch mit der Axt abbauen, oder?
bauen, 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 mach schneller. Sag mal, willst du das nicht abbauen? Oder geht das erst, wenn alles da raus ist? Loot all! Light Copper Axe, Pickaxe. Können wir jetzt mal kurz rausschmeißen noch? So, jetzt. Ja, genau, jetzt können wir das abbauen. Hab ich's doch gewusst! So. Die Spitzhacke holen wir uns gleich. Wir bauen nämlich erstmal noch hier oben die Kisten hin. In der Ecke kann ich hier wahrscheinlich nichts platzieren, ne? Nee. Das wäre dann schon hier auf diesen Dingern drauf. Und das will ich, glaube ich, nicht ganz so. So sieht das noch ein bisschen komisch aus. Irgendwie. Das liegt daran, weil es nicht hier so eine perfekte Mitte gibt. Das ist das Problem, was sich hier ergibt. Da muss ich da und da muss ich das dann leider hin machen. Nee, genau oben kommen nur Goldkisten hin. Und da kommen dann die wertvollen Sachen rein. Hier runter kommen dann die ganzen anderen Sachen hin. Genau. Deposit all. Dann nochmal runtergehen. Loot all. Kiste zerstören. Nach oben gehen. Die Kiste ins Inventar packen. Dahin tun. Und jetzt die ganzen wertvollen Sachen da rein tun. Also, Eisen ist wertvoll. Hm, hier nichts, 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 nichts. Obwohl, doch Eisenerz. Kupfer. Kupfer. Das kann ich ja mal kurz hier auch so hier drin sortieren. Bomben sind natürlich sehr wertvoll. Swiftness Potion. Ich muss mal gerade was ausprobieren. Ob das denn funktioniert, was ich denn gerade so im Sinne habe? Weil wenn ja, dann wäre das schon mal richtig cool. Mach ich mal ein Schild. Damit ich das auch mal mit den Beschriften hier kurz testen kann. Kann ich denn... Oh, ich kann das Schild nicht darüber machen. Tolle Wurst. Oh ne, hier ist voll egal. Dann mache ich einfach mal kurz hier den hier und tu noch ein paar mehr Sachen rein. Swiftness, Goldfish. Ja. Nee, das kommt zu Essen hinein. Das müsste eigentlich zu Tränken hinzukommen, aber... Ja, das tue ich jetzt mal hier rein, weil das ist ja auch eigentlich relativ wertvoll. Black Leans. Was ist das denn? Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Black Leans. Keine Ahnung, weiß nicht, tue ich jetzt mal rein. Shine Potion. Ah, okay, damit leuchten wir ein bisschen. Iron Chain. Kann man es nicht irgendwie anlegen oder so? Irgendwie? Nö, anscheinend wohl nicht. Oh, da unten wird wieder ein Hase geflext. Grenade. I catch a grenade for you. Ja, komm, die Statue kommt da auch mal rein. Die Lens, nein, die sind nicht so wertvoll. Die können wir uns eigentlich von diesen komischen Augen holen. Ganz schnell. Oh, und außerdem, ich bin gerade außerdem gegen ZZ gestoßen. Entschuldigung. Da noch. Dann natürlich noch die Münzen und so weiter rein. Wenn wir die verlieren würden, das wäre ein bisschen unpraktisch. Nicht nur ein bisschen. So, was... Das waren bisher alle wertvollen Sachen, die ich so im Inventar hatte. Sind hier unten in der Kiste noch irgendwelche wertvollen Sachen? Ja. Copper? Dann... Ja, mein Stuhl quietscht gerade mit uns. Ist mir scheißegal. Das kann ich nochmal anziehen. Rotten Chunk. Looks tasty! Ja, wenn sowas verrottet ist, dann sieht das für mich auch immer sehr lecker aus. Was sind denn eigentlich diese... Nein, nein, nein. Darauf. Was sind denn diese komischen Samen? Würde ich ja gerne mal ausprobieren. So, gehen wir mal hier raus. Okay, hier passiert schon mal nichts. Hier auch nicht. Dann gehe ich mal gerade ins normale Biom und versuche da mal ein bisschen mein Glück. Aber ich hätte vielleicht mein Haus nicht in Schneebiom bauen sollen, weil hier kriege ich solche Sachen total schlecht und kann auch total schlecht ausprobieren. Und naja, das ist dann nicht so das
Das ist das Schöne. Was macht man es doch viel lieber sonnig, oder? Also ich zumindest lieber. Es gibt ja auch so ein Grießcremer, die wollen das dann lieber, dass alles Winter ist. Verstehe ich gar nicht. Ist total schlecht. Ja, tut. Der Winter und der Schnee hat auch seine Vorteile. Zum Beispiel Schneemänner. Oder was könnte man denn noch bauen? Ich weiß nicht. Eine Schneeballschlacht. So die ganzen Standardsachen halt, die man im Winter machen kann.